Ihr seht hier gerade etwas sehr Lustiges, und zwar Schnecken beim Verzehr von verschiedenen Salaten im Zeitraffer. Und ihr seht mich jetzt hier bei der Umsetzung meines neuen Projektes oder bei der Planung meiner neuen Haustiere. Und dabei handelt es sich, wie könnte man es anders ahnen, um Schnecken. Und zwar genau genommen um Achatschnecken bzw. um die Art Lysatina fulica, meine ich. Lysachatina fulica. Ich muss das nochmal genauer nachlesen, weil das ein echt schwerer Name ist. Aber ich werde das euch dann mit in die Videobeschreibung einbinden. Jedenfalls handelt es sich bei diesen um Achatschnecken, die größten Schnecken, die es so gibt, die größte Schneckenart. Und diese können bis zu Handflächen groß werden. Also die Größe der Schnecken von 11 cm bis über 20 cm ist bei diesen Tieren keine Seltenheit. Und wenn man weiß, dass ein Geodreieck etwa 14 cm groß ist und dass dieser Länge hier entspricht, dann kann man sich schon vorstellen, wie groß diese Schnecken eigentlich werden können. Und ich wollte euch jetzt mal in einem kleinen Überblick zeigen, wie ich das Ganze handhaben und planen werde, bis es dann zur finalen Umsetzung kommt. Da werde ich dann nämlich nochmal ein genaueres Video drehen. Natürlich ist es bei Tieren so und bei Haustieren finde ich, dass man sich ausgiebig informieren muss, bevor man sie sich zulegt. Also ihr könnt vielleicht manchmal denken, ich habe so viele Aquarien, ich habe so viele Tiere. Kann ich da die dann wirklich artgerecht halten? Und ich möchte sagen, ja, das geht, wenn man sich ausreichend informiert. Ich habe leider im Internet nahezu keine Videos bei YouTube zu Achatschnecken gefunden, die korrekt gehalten worden sind. Es handelt sich dabei wirklich um riesige afrikanische Schnecken, tropische Schnecken. Und die brauchen dann dementsprechend, auch wenn man es nicht glauben mag, ein großes Aquarium oder Terrarium. Deswegen habe ich hier mir ein neues Aquarium zugelegt in einer Größe von 100 mal 40 mal 50 Zentimetern, also 100 Zentimeter in der Länge, 50 Zentimeter hier in der Breite, würde ich dann sagen, und 40 Zentimeter in der Höhe. Und das ist für die Lysachatina fulica auf jeden Fall Mindestgröße. Also es gibt einige Schneckenarten der Achatschnecke, die sollte man noch wesentlich größer halten. Da sollte man dann eine Mindestgröße von 120 cm mal 50 cm wählen. Und viele Leute halten leider sehr große Achatschnecken in Terrarien, die vielleicht halb so groß sind wie dieses Aquarium hier, also dann eine Größe von 60 mal 50 oder so. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Also ich wollte gerade zu Beginn nicht, dass meine Schnecken zu klein sitzen. Und deswegen habe ich mich dann hier für dieses Aquarium entschieden. Auf dieses kommt dann noch eine Plexiglasabdeckung, welche ich mal schauen, wo ich sie erwerbe, da ja aktuell die Baumärkte geschlossen haben. Genau, diese wird hier aber drüber gelegt. Und dann werde ich noch eine LED-Leiste hier drüber anbringen. Die habt ihr auch schon in anderen Videos gesehen, welche LED-Leisten ich dort verwende. Und das gehört auf jeden Fall erst einmal zur Grundausstattung, wenn man sich solche Schnecken zulegen möchte. Aber das ist natürlich nicht alles, was man letztendlich für solche kleinen oder großen süßen Schnecken braucht. Ich habe hier dann eben schon mal die Packung meiner LED. Man kann also sehen, dass sie durchaus ungefähr so groß ist wie das Aquarium, vielleicht etwas länger. Das muss ich mal schauen. Und es handelt sich da, genau hier befindet sich die LED auch drin in dieser Kiste. Und es handelt sich da eben um eine LED-Leiste mit überwiegend weißem und blauem Licht. Ansonsten möchte ich dann an dieses Aquarium natürlich eine Heizmatte, eine eventuelle Infrarotmatte anbringen, welche dann an die Rückwand des Aquariums geklebt wird. Und dann wird das Ganze auch nochmal mit solchen Styropormatten hier, manche bevorzugen auch Korkmatten, isoliert, damit eben den Schnecken letztendlich auch nicht zu kalt wird. Das sind dann erst einmal so die technischen Begebenheiten. Wenn man das dann umgesetzt hat, geht es natürlich letztendlich auch um die Einrichtung und auch um den notwendigen Bodengrund.
Da es sich bei Schnecken um Tiere handelt, die ein Haus haben, ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall Kalk in eurem Becken habt. Deswegen werde ich als Bodengrund Erde verwenden mit einer Mischung aus Kalk. Also ich habe hier Gartenkalk, ihr könnt aber auch, so sieht das Ganze hier aus, ihr könnt aber auch nahezu jeglichen anderen Kalk verwenden. Ihr müsst jetzt nicht extra in einem Terroristikladen teuren Kalk kaufen, sondern ihr könnt da durchaus die 25-Kilo-Packung aus dem Baumarkt nehmen, die dann wesentlich günstiger ist als eben solcher spezieller Terrarienkalk. Als generellen Bodengrund eignet sich eigentlich nahezu jede Art von Erde, solange sie überwiegend torffrei ist. Wenn ihr torfhaltige Erde habt, solltet ihr auf jeden Fall noch etwas mehr Kalk untermischen, da Torf naja, die Schnecken bei der Kalkaufnahme auf jeden Fall behindert. Ihr könnt da beispielsweise Walderde nehmen oder Aussaaterde, Blumenerde oder auch Erde aus eurem Garten. Nur wenn ihr Wald- oder Gartenerde verwendet, sollte man natürlich auch darauf achten, dass es sein kann, dass man sich dann auch noch diverse andere Bewohner mit in dieses Becken hier, naja, einschleppt in einer gewissen Weise. Ich werde zu meinem Aquarium, um eine ausgewogene Flora und Fauna zu erzielen, dann auch noch tropische weiße Asseln, Springschwänze und eventuell Regenwürmer mit einsetzen. Also seid auf jeden Fall mal gespannt, wenn es zur tatsächlichen Umsetzung des Ganzen hier geht. Und wenn ich dann den Bodengrund eingefüllt habe, das Aquarium isoliert habe, es gedämmt habe, dann fehlt natürlich noch der Feinschliff, bevor die Schnecken hinzugefügt werden. Und dabei handelt es sich um die diversen Pflanzen. Also kommt jetzt mit, wenn ich euch mal eine kleine Auswahl der Pflanzen vorstelle, welche ich dann auch noch in mein Becken hier mit einsetzen werde. Wir befinden uns dann jetzt hier bei einer kleineren oder größeren Auswahl der Pflanzen, die ich potenziell mit in mein Schneckenaquarium bzw. Terrarium integrieren möchte. Generell kann man erstmal sagen, dass es den Achatschnecken relativ egal ist, welche Pflanzen in ihr Becken integriert werden, da sie nur Pflanzen fressen, welche nicht giftig für sie sind. Also es ist nicht so wie bei Katzen oder Hunden oder auch bei kleinen Menschen, dass sie gerne mal Dinge probieren, die nicht gut für sie sind, sondern sie wissen durchaus, was sie verzehren können und was nicht. Und deswegen macht das auch nichts aus, wenn ihr in Anführungszeichen giftige Pflanzen in euer Aquarium oder Terrarium mit einsetzt. Das Wichtige ist überwiegend, dass es sich um Pflanzen handelt, welche mit diesen feuchteren Begebenheiten, mit diesen wärmeren, etwas tropischeren Temperaturen sehr gut zurechtkommen. Und da habe ich dann, wie ihr hier eben sehen könnt, schon eine kleine Auswahl getroffen von Pflanzen, die ich potenziell einsetzen möchte. Beispielsweise haben wir hier diese mehrfarbige panaschierte Efeutute, die vielleicht sich dann auch über das Becken verteilen wird. Oder ich habe hier auch verschiedene Efeupflanzen mit zum Teil panaschierten und nicht panaschierten Blättern, welche sich, man kann hier schon den Kontrast sehen, vermutlich ebenfalls gut in das Becken integrieren werden. Was ich auch immer sehr, sehr cool finde und was ich auf jeden Fall in meinem Aquarium nicht missen möchte, ist der Zierspargel hier. Man wird natürlich mit der Zeit sehen, wie die Pflanzen in dem Terrarium zurechtkommen und ob die Schnecken die Pflanzen akzeptieren oder ob sie potenziell auch den Schnecken zum Fressen als Opfer fallen. Das werde ich nach und nach immer weiter überarbeiten, vielleicht auch mal einige Pflanzen wieder austauschen oder das ganze System etwas ändern. Solche Pflanzen empfinde ich als etwas zu groß für mein Aquarium, aber was ich auch gut hier integrieren würde, wären solche Palmen hier, wie die Coffea arabica beispielsweise oder auch diverse andere Pflanzen, wie hier zahlreiche Kaffeepflanzen, die ich hier habe. Beziehungsweise handelt es sich hier um eine Palme. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze mit der Zeit dann entwickelt und ob ihr mich dann auch bei dem Umsetzen meiner Idee begleiten werdet.
Mit diesem Blick auf meine Bergpalme würde ich mich dann jetzt übrigens auch verabschieden. Ich muss mal schauen, ob die Kentia-Palme in Verbindung mit der Bergpalme gut aussehen könnte. Da könnt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bevorzuge diese Palme ja über dieser hier. Auf jeden Fall. Aber das werde ich dann entscheiden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Idee findet und ob ihr eher so der Schneckenfreund oder Schneckenfeind seid. Es gibt nicht nur positive Resonanzen, wenn ich über meine Idee und meine neuen Haustiere berichte. Aber man wird es ja sehen mit der Zeit. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat, und mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr Freunde solcher Schneckenvideos seid, dann kann ich mir vorstellen, wird auf diesem Kanal zukünftig vielleicht auch dann ab und zu mal etwas dazu kommen und ich kann euch ein kleines Update geben, sofern euch das gefällt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann bald wiedersehen. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.